das ist gut gelaufen für den Ägypter. Ali Gallab, so mit 2, vielleicht sogar 3 glücklichen Netzrollern, kommt er hier zum Satzausgleich. 2-2 gegen den ehemaligen deutschen Jugendmeister Florian Schreiner, der ja seit Jahren ein bisschen kürzer tritt, um sich seiner beruflichen Zukunft zu widmen. Die Spiele zu dieser Begegnung in der dritten Tischtennis-Bundesliga auf dem Kanal, auf dem ihr gerade seid, YouTube, Reinhard Steinbrecher, Zugwort. Feldrich gegen Bayern München und dann hier Gallab, G-H-A-L-L-A-B gegen Schreiner. Die Bayern sind ja hier mit Nino Longino angereist, der letzte Woche noch bei den Bayerischen Jugendmeisterschaften gespielt hat. Dafür haben sie Tom Schweiger, den Bayerischen Jugendmeister von letzter Woche, zu Hause gelassen. Auch dazu gibt es Unmengen von Videos auf dem Kanal, den ich eben erwähnt habe, den ihr ja eigentlich alle kennt. Bayerische Meisterschaften in Ansbach, 7. und 8. Dezember 2019. Schaut's rein. Ja, ob sie sich das heute leisten können, die Bayern, den Tom Schweiger zu Hause zu lassen, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie doch die Feldrich ein bisschen unterschätzt, weil die haben ja bislang in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Jetzt, come on! Aber jetzt schaut es doch recht gut aus. Ein Ball nehmen wir noch mit. Den Rest gibt es komplett als Stativaufnahme. Von der anderen Kamera und aus einer anderen Perspektive.